Dieses Video soll jetzt erstmal das Sekadetten mal zeigen. Und zwar geht's los mit E4, E5. Das ist ganz normale Eröffnung. Eins, was nicht 100% normal ist. Springer C3. Wir spielen in der Position lieber Springer F3. Und D6 kann man akzeptieren. Springer F3 ist gut, weil es entwickelt. Läufer G4 ist auch nicht schlecht, weil der Springer gefesselt wird. Dann kommt Läufer C4. Auch ein guter Entwicklungszug. 1 G6 ist nicht so gut. Er hätte lieber den Springer ziehen müssen. Dann kommt Springer schlägt E5. Was übrigens hier diese Fesselung ignoriert. Aus gutem Grund, weil nämlich das gewinnt dann Bauern, weil wenn nämlich jetzt hier Läufer auf D1 rausnimmt, dann kommt nämlich ein unausweichliches Matt in zwei Zügen. Der erste Zug ist, Läufer schlägt F7 Schach. Der König muss nach E7 ziehen und dann kann der Springer das D5 Matt setzen. Und schon ist es vorbei. Weiß beginnt mit Schachmatt. Ich hoffe mal, dass das Video euch gefallen hat. Bitte für Daumen nach oben. Teilt das Video damit es möglichst viele Aufrufe kriegt. Und ich glaube, abonnieren lohnt sich noch eher weniger, weil ich weniger Schachvideos mache. Bis dann und ciao.